Yo, YouTube, was geht mal wieder ab, Alter? Heute gucken wir TikToks und es wird wahrscheinlich richtig lustig. 70% von euch haben noch nicht abonniert, deswegen solltet ihr das auf jeden Fall mal nachholen. Und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das wird richtig cool, wenn ich lach, gibt's es ab. Das war die schlechteste Antwort. Bro, das war die schlechteste Antwort, die ich je gemacht habe. Ja, Dennis, wir haben mal ab, nicht. Auf euch. والله ذبيحة خمسة أشخاص ليش؟ مشكور أخوي مشكور. يلا يلا. Guck mal. Das ist ein Kleinwüchsiger. Das ist ein Kleinwüchsiger, der sich als, was weiß ich, als keine Ahnung, was ist das? Was soll das? Dachten die, das wäre irgendwas zu essen? Oh, Digga, ich hab gelacht, wie schlecht. Digga, was? Stark, ja, gut. Warum ich da gelacht habe, kann ich euch auch nicht sagen. Das war, ich habe, glaube ich, kurz vergessen, einfach, dass wir in dieser Challenge gerade drin sind. Das ist natürlich cringe. Normalerweise hätte ich da nicht gelacht, aber gut. Ein Mann, ein Wort. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja. Ich bin Umzugshelfer. Kann ich euch vielleicht beim Ausziehen helfen? Nein, danke. Hör mal, was ist denn los hier? Der war so schlecht. Was ist los hier? Entschuldigung, ich... Oh nee, da wächst mein Schwanz darin. Also ich finde so, ich finde das immer sehr geil, wenn Leute so Stimmen imitieren können und so. Aber das war nix. Das war plus, nee, das war minus 500 Aura-Punkte, Chat. Wieso ist das so accurate? Bro, ich hab noch nie eine Frau in einer Midlife-Crisis gesehen, die einfach mal normal Sport macht oder das Gym hittet oder so. Die machen immer so lustige Sachen, Bruder. Keine Ahnung, die springen Trampolin mit so Bändern, die irgendwo festgebunden sind. Die bouldern oder wie das heißt. Die machen Wassergymnastik mit diesen Wasserutensilien. Die machen sowas. Digga, ich schwöre es euch. Middle-aged woman workout. Guck mal, ja, sowas machen die. Das ist der Oberknaller. Bruder, die trinken Prosecco in meinem deutschen Bahnabteil und machen so Bungee-Workouts oder so. They're very curious because it's so different to anything they've ever seen. Freunde, es sieht aus, als wenn es Spaß macht, aber ich finde das Meme einfach witzig, weil es so akkurat ist. Guck mal, ich zum Beispiel mache gar keinen Sport, deswegen bin ich auch fett wie Sau. Die machen ja immerhin was, aber ich finde, es sieht nach außen immer beknackt aus. Movement that is more like Cirque du Soleil. Chicken around to the left. Auf einmal ist es Mission Impossible geworden. Geil. Und einfach dieses Meme mit der Musik dazu, das hat mich gerade gekillt. Ja, 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 Hugo! Du bist durch den Ball gecharged! Ich bring dich um! In-game! Normalster Trimax-Clip. Konstari Musik. Gebratene Mandeln. Regga. Das kann's nicht sein. Mann, ich verliere zu viel Geld. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße hier? Käsespratze. Was ist das für eine Scheiße? Konstari Musik. Gebratene Mandeln. Regga. Geil gemacht. Ey, ey. Hamster. Auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt für ein Tier? Ist das eine Maus? Oh, rein Bahn. Das sind aus wie normale Klöße. Gulatzik. Ich wundere, wo ist da ein I? Wo ist da ein Z? Ich verstehe das nicht, woher diese ganzen Buchstaben denn, Bro. Eine ganze Farbpalette an Ausdrücken. Weiß nicht, was das ist. Janni B. Faulslule. Obsudat. Nelson Nikiki. Ausgezogen. Ausgezogen maskulin. Ey, das ist Comedy Gold. Schnucki Sputzen. Metall. Nee, komm, hör mir auf. Ist auch nicht so meine Richtung. Jas? Nee, ist ja. Jas? Metall? Nee, ich bin eher so der Eisen-Fan. Ey, ich bin extrem großer Fan, ja. Jetzt reiß ich mich wirklich zusammen. Jetzt habe ich mich ein bisschen gehen lassen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt sowas kommt. Ja, aber jetzt reiß ich mich wirklich zusammen. Pips Meows are so cute and I finally got a video of it. Geil. Das ist Boomer TikTok, das like ich. Ich will mehr Boomer TikToks auf meiner For You haben. Oh,
Oh no! What happened? My ankle! Bruder, was? Wie er ihn auch einfach auslacht. Bruder, also das Timing war krass. Der Fuß hat versagt, dann hat seine Kinderfratze die Seitenscheibe geküsst und dann hat sie ihn auf den Rücken gelegt, wie Karl den Käfer. Fuck, da liegt er. Da liegt er, fuck! Zack! Ey, der arme Bro. Aber hier steht, you all can lose, he's okay. Also alles gut, wir dürfen beruhigt lachen, wir kommen dafür nicht in die Hölle. Can I get a please burger cheese? Can I get a please burger cheese? Der hat mich fast gehabt. You're completely useless secret talent. Nummer 1, die Ziege. Nummer 2, ein Formel 1 Auto, was sehr knapp an mir vorbeifährt. Nummer 3, ein Dinosaurier. Ich kann auf Kommando rülpsen. Gas! Ich dachte gerade Ron Bilecki. Oh mein Gott, Bruder. Ey, der wird 2 Wochen lang die Schmerzen seines Lebens haben, Digga. Guckt euch diesen Weg an. Da sind auch diese ganz kleinen Kieselsteine drauf. Der hat alles voller entzündeter Wunden und Kieselsteine unter der Haut. Alter, ach du grüß, du grüne Scheiße. Oh, Bruder, er rutscht auch noch 1,5 Meter weiter. Das ist die Härte. Digga, das ist mir auch mal passiert. Ich hatte so einen Kollegen, der hatte so einen E-Roller. Da waren wir so, 12, 13 oder noch jünger. Es war irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, warum der das so hatte. Ich glaube, das war auch höchstgradig illegal in dem Alter. Und mit so einem Ding habe ich mich auch mal gemault, weil der Vorderreifen in einem Gulli kleben geblieben ist. Ich bin über den Lenker geflogen, genauso hat es mich geledert. Oder auch alles war auf. Die ganze Haut gefickt, Kieselsteine, alles. Das ist schrecklich. Ganz, 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 ganz schrecklich. Das Einzige, was nur schlimmer ist als das, ist, wenn du dir so einen City-Roller gegen den Fußknöchel haust. Das war schmerztechnisch, die Endstation. Da bin ich auch immer ohnmächtig geworden, immer. I'm Kiko, I'm 23. I go to UCSB and I also bartend. Oh nein, nicht Gorlok. Nicht Gorlok, der Zerstörer. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Geil gemacht! Jeder dieser TikToks bestärkt mich da drin. Kinder sind's einfach nicht. $50 und 3 Stunden seines Lebens sind einfach weg. Vor allem dieses, guck mal, das Ding ist, jeder normale Mensch, wenn man so hinfällt, das ist genauso wie wenn man jetzt mit einer Dose Bier hinfällt. Man versucht ja irgendwie diesen Gegenstand in seiner Hand zu retten. Aber dieses Kind ist so motorisch wirklich unbewandert, dass er wirklich mit einer Energie diesen Star Wars Flieger auf den Boden donnert. Da würde ich ausflippen. Da würde ich einen Knast für gehen, wenn er das mit meinem Star Wars macht. In-game. Guck mal, da ist kein Selbsterhaltungstrieb, da ist kein Reflex, gar nichts. Guck mal. Dude, what? Oh, yo, what's this? What the hell is this thing, bro? Ey, ich glaube, es reicht für heute mit TikTok.